Gott, ich will mein Koffer halten Video abdrehen und ich fange auch gleich mal an mit den Sachen, die ich mir noch gekauft habe. Es sind nur drei Sachen. Einmal ein Terra Naturi Micellenwasser, einmal ein Wasserspray von Aveo, weil den gibt es neu, und einmal ein Duschgel, upsie, von Balea. Ich wollte das unbedingt haben, weil ich fand, das riecht so, so gut. Das riecht so gut. Ich liebe das. Also vom Duft ist das der Oberhammer. Ja, das sind die drei Sachen, die ich euch jetzt noch kurz zeigen wollte. Weil es kommt sowieso ein Haul dann noch zusätzlich zu den ganzen allgemein zu den Sachen, die ich in letzter Zeit gekauft habe. So. Jetzt kommen ja wieder die Zeiten, wo die ganzen Catrice, Essence, Abverkäufe machen. Und ich muss sagen, bei Catrice war ich echt brav. Ich wollte mir zuerst wieder einen Puder kaufen. Keine Ahnung wieso, weil ich eh so viel habe. Aber ich war brav und habe es nicht getan. Allgemein, der Sale ist ziemlich böse gewesen, weil bei uns waren auch Schals und so reduziert. Und ich, ja, einen, den ich sogar länger schon haben wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du den, wenn er reduziert ist. Und deswegen ist das ein bisschen böse ausgeartet. Ich habe auch viel ausgegeben. Es sind 171,32 gewesen, also 71,32 war ich drüber. Hier könnt ihr das gerne nochmal sehen. Ja, und das fliegt wieder natürlich alles raus. Wunderschön. Ach, ich hasse es, Leute. Ich hasse es wirklich in letzter Zeit. Ja, das Einzige, was halt Blödsinn ist, halt, dass ich wieder drüber bin über die 100 Euro. Die 71 Dinge hätte ich mir ersparen können, so. Aber ja, es ist jetzt nicht so dramatisch. Es gibt Schlimmeres, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem ist halt, ich war halt diesen Monat öfter beim Müller einkaufen. Beim TK Maxx auch einmal, aber da hatte ich einen Gutschein. Und öfter war ich beim Müller. Das hat mir diesen Monat ziemlich alles versaut beim Müller, aber ja. Ja, ich muss sagen, ich muss mich ein bisschen noch einbremsen, weil ich hab so ein bisschen durchgeschaut. Seit Jänner habe ich ja diese Grenze mit diesen 100 Euro. Im Jänner waren es 58,99 drüber, im Februar war ich sogar gar nicht drüber, da habe ich nur 47,18 ausgegeben. Sowas möchte ich gerne wieder mal haben. Dann, im März war es übertrieben, weil ich da auch zwei Wochen Urlaub hatte, habe ich 349,10 Euro ausgegeben, wo ich mit 249,10 drüber war. Dann war es wieder besser im April mit 48,10 drüber, 18,26 im Mai drüber, da ging es dann schon ein bisschen runter. Dann ging es wieder rauf im Juni, 45,60 und jetzt im Juli sind es 71,32, also es schwankt so, wie mein Gewicht. Es schwankt so wie mein Gewicht. Ich werde mir natürlich Mühe geben. Ich habe jetzt im August auch wieder beim Müller ein bisschen was gekauft, aber dazu werdet ihr dann im Haul-Video ein bisschen was sehen drüber. Ja, was soll ich sagen? Ich bin böse. Aber sagt das niemandem weiter. Ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Ich kann machen, was ich will, es wird nicht besser. Das Problem ist halt auch, wenn ich in Klamottengeschäfte reingehe, da finde ich eigentlich fast immer was. Fast. Fast. Das ist das einzige Problem auch noch. Ja, also das Duschgel hätte ich mir natürlich nicht kaufen müssen, aber ich habe jetzt eh so viel leer gemacht. Puh, das riecht so geil. Ja, den Wasserspray hätte ich mir auch nicht unbedingt kaufen müssen, aber ich wollte ihn eigentlich für die Handtasche, weil er so schön klein ist. Und das Micellenwasser habe ich halt als Backup schon gekauft. Weil ich wollte das von Terra Naturi immer schon probieren. Was mich halt stört, ist, dass es kein Pumpspender hat, weil ich ja so... Wie nennt man das? Ich hatte den Begriff vergessen. Ja, ich bin alt. Ich habe wirklich den Begriff vergessen, aber who cares? Gewöhnt, dass ich einen Pumpspender drauf habe? Kann man das so sagen? Ja. Mehr gibt es zu dem Video eigentlich gar nicht zum Sagen. Ich weiß, das Video war jetzt relativ kurz, aber... Ich muss mir unbedingt Mühe geben, dass ich weniger kaufe. Was nicht gut funktioniert, weil ich auch diesen Monat schon wieder bei TK Maxx war. Aber ja. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres, würde ich jetzt mal sagen. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr euch gekauft habt, was jetzt nicht so unbedingt notwendig wäre, weil ich lese das immer so gerne. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Sorry, dass das Video jetzt so kurz ist, aber mehr gibt es eigentlich gar nicht zum Sagen. Also bis dann, bye!